Dieses Haus, das Wasser ist da rein, dahinter von der Straße ist da rein und alles war geflutet. So hoch. Ich sauf ab in dem Scheiß. Jetzt wartet Annemarie Meier aus Bar Ebenhofen auf eine starke Pumpe. Ja, wir kommen schon. Jeder, wo ich anrede, ob ich jemand vom THW oder von der Feuerwehr anrede, ja, wir haben es aufgeschrieben, wir kommen schon. Tut mir jetzt leid, meine Nerven sind fertig. Warten, das muss auch Klaus Kuhn viel, wenn er im Einsatz als Johanniter oder als Notfallseelsorger ist. Alle Einsatzkräfte müssen immer wieder auf Anweisungen warten. Und dann geht's um die Wurst. Eigentlich ist Kuhn Pfarrer, aber beim Hochwasser hält er statt Gottesdiensten oder Religionsunterricht erstmal Betroffene bei Kräften und auch das Einsatzpersonal. Logistik ist wichtig, das ist das, was im Hintergrund passiert, was man normalerweise in den Medien nicht zu sehen bekommt. Aber ohne Logistik im Hintergrund würde der Einsatz nicht ablaufen. Ohne Mampf kein Kampf. In der Zentrale in Ingolstadt haben die Johanniter seit Sonntag tausende Portionen Schweinebraten und Spaghetti gekocht und verteilt. Und sogar Hilfe vom örtlichen Karnevalsclub organisiert. Wir unterstützen sie bei ihren Bällen im Sanitätsdienst und sie unterstützen uns beim Schweinebraten schneiden und Leberkässemmeln belegen, was gerade anfällt. Morgens kommen Helfer zum Frühstück. Ist doch toll, Johanniter, Malteser, ASB. Alle. Kommen mit rein. Das ist sehr schön. Ja, wir waren jetzt sehr müde und das richtet einen ein bisschen auf. Das ist ganz wichtig, ja. Wir sind jetzt seit fast 48 Stunden im Einsatz. Da braucht es Essen, da braucht es Trinken, Kaffee. Manch einer will nach den Erlebnissen im Einsatz auch einfach nur reden. Ein bisschen quatschen einfach, das hilft immer sehr viel. Man schaut immer grundsätzlich zuallererst, dass man sich das im Team gut ermöglicht. Ja. Das heißt, man redet viel miteinander, sitzt hier gemeinsam. Etc. Und jetzt müssen wir los. Ja. Drüben steht kaltes Wasser, wenn ihr wollt, ein Apfel, Süßkram. Pfarrer Kuhn hat, schließlich ist er selbst auch Sanitäter, mit ihnen auf Augenhöhe sprechen können. Jeder sieht ja immer nur seine Situation. Und zu hören, dass es anderen ganz genauso geht und dass das eine ganz normale, typische Reaktion ist, das entlastet ungemein. Bisweilen den Einsatzkräften Stress gemacht hat, ist auch, dass es immer wieder Phasen gibt, wo sie warten müssen auf den nächsten Einsatz. Manche verstehen das nicht. Und dieses Warten und nichts tun können, obwohl man gerne helfen möchte, das ist manchmal auch belastend. Das Warten und nichts tun können, auch für Annemarie Meier ist das das Schlimmste. Der Boden nimmt ja nichts auf, ich kann da nichts rauspumpen. Ich muss in den Kanal rauspumpen. Und da brauche ich halt entweder Feuerwehr oder das THW, weil mit meiner Haushaltspumpe hänge ich nächstes Jahr noch da. Und Pfarrer Kuhn? Dessen Pfarrkirche ist nun auch Hochwasseropfer. Der Gemeindesaal? Land unter. In 4 Wochen ist das 60-jährige Geburtstagsfest der Kirche. Gerade hatten sie alles frisch gestrichen und saniert. Pumpen hat noch keinen Sinn, solange das Grundwasser nachläuft. Trotzdem kehrt er. Da schlagen 2 Herzen in meiner Brust. Einmal als der Helfer und auf der anderen Seite als einer der Betroffenen. Jetzt bin ich eher der Betroffene und will was machen. Aber es bringt nichts. Noch nicht. Ich muss noch warten und ich weiß nicht, wie lange. Und die Ungewissheit, die nervt auch. Doch schon wird er wieder zum Seelsorger. Wie es wohl den anderen in seiner Gemeinde geht? Na, alles gut gegangen. Ihr seid gegangen, oder? Bei Ihnen auch? Wir sind gegangen. Ja, aber es hat alles gepasst. Soweit. Das heißt, Sie haben Ihr Haus verlassen? Oder? Alles packen? Was braucht? Ja, was mal eine schnelle zusammenpackt, ja. Ja. Da, und dann sind wir gegangen. Okay. Und es war gut so. Ja. Was das Problem ist? Ja, der Schmutz, der Dreck, der überall ist, die Sachen, die jetzt heute draußen stehen, die durchgeweicht sind,
heute trennen, Spreu vom Weizen trennen. Und jetzt sehe ich gerade den Chaka. Ja. Chaka ist mein wichtigster Mann gewesen. Ich bin ja in der Asylhilfe tätig. Und es war für die, meine Asylbewerber selbstverständlich, dass die alle gekommen sind, unaufgefordert. Wir haben ständig waren wieder 5 da, die uns mitgeholfen haben, die halt einfach nicht lang gefragt haben und angepackt haben und mitgeholfen haben. Und nicht nur bei mir, sondern auf dem Weg von der Unterkunft hierher, überall, wo sie irgendwo Not gesehen haben, haben sie mit dazu geholfen. Und das fanden die ganz, ganz toll. Seit Tagen haben sie keinen Strom und keine warme Küche. Aber sie nehmen es gelassen. Ich habe aus dem privaten Kreis erfahren, dass wir den Feuerwehrmann gekannt haben, der ums Leben gekommen ist. Aus Ehrenberg. Reichertshausen. In Ehrenberg. Aus Ach, Ehrenberg in Pfaffenhofen. Ja. Wir wollten ein Ehepaar retten und dabei ist er ertrunken in der Feuerwehrkluft. Ja. Und ist, Und wir kennen die Gegend, wir kennen die Leute, wir kennen die Familie. Und dann denke ich mir, mei, das ist bei Weitem schlimmer als alles Wasser, jeden Schaden, den man mit... Blödes Ding, du kannst das alles hier ersetzen, materiell. Ja, irgendwie. Genau. Alles, was aber man mit Geld beheben kann, das ist kein Schaden. Aber sowas, wenn Menschen leben, während man andere Menschen versucht zu retten, zwei kleine Kinder, das ist einfach unfassbar. Ja. Und das relativiert das Ganze wieder und denkt man, mein Gott, das ist jetzt Chaos. Aber das werden wir bewältigen. Ich weiß, wenn ich, egal wo, der Klaus ist bei den Johanniter und der Klaus kann mich aufbauen und ist eine sehr wertvolle Stütze. Da kommt die Nachricht von einer möglichen neuen Hochwasserwelle. Man meint ja dann, man hat schon einen Teil geschafft und dann soll es jetzt wieder losgehen. Ich verdränge es jetzt einfach. Auch Annemarie Meyer hat schon von der eventuellen neuen Gefahr gehört. Jetzt würde ich gesagt haben, Rückstau, bin ich natürlich sofort rein, habe alles zugemacht, weil wenn es mir nur mehr reinhaut und da oben kaputt ist, dann kann er mich gleich aufhängen. Um die Ecke von Annemarie Meyers Haus, das Team vom Technischen Hilfswerk. Gerade hören die Männer, dass sie heute Nacht im Einsatz bleiben und vor Ort auf Feldbetten schlafen müssen. Auch ein Fall für Klaus Kuhn. Ich bin bei den Johannitern. Bin jetzt da für die Versorgung mit zuständig. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren seit Samstag 5000 Einsatzkräfte verpflegt und ich bin gleichzeitig Gemeindepfarrer. Ich hätte euch zum Übernachten gern mein Gemeindehaus angeboten, das läuft gerade ab. Also das tut mir leid. Was ich euch anbieten kann, ich kann versuchen, bei einem katholischen Kollegen nachzufragen, ob der sein Pfarrheim für euch aufmacht, dass ihr eine Möglichkeit habt, zur Toilette zu gehen und euch ein bisschen auszuruhen. Wunderbar, sehr schön. Annemarie Meyer wartet immer noch auf eine Pumpe. Ich habe leider jetzt keine Pumpe, aber ich bin dabei, welche zu organisieren. Sie brauchen eine und vermutlich ein Aggregat. Ja, dringendst. Dringendst. Klaus Kuhn wendet sich ans THW. Ich versuche herauszukriegen, wie kann ich ganz konkret helfen. Und das sind ja oftmals sehr, sehr kleine und konkrete Hilfen, die erforderlich sind. Fürs Erste hat er eine Botschaft. Also Frau Meyer, ich habe jetzt gerade mal mit dem Einsatzleiter vom THW gesprochen. Ja. Die haben gerade alle Pumpen im Einsatz, aber sie würden heute Abend um 7 zu Ihnen kommen. Ja. Das heißt in 3 Stunden. Ja. Halten Sie so lange noch aus? Ja, ich muss aushalten. Ja, aber das ist das Einzige, was im Augenblick möglich ist, weil die haben alles im Einsatz. Ja, ich danke. Nichts zu danken. Wir können nicht. Ja. Ich kann Ihnen nicht einen Kaffee anbieten, alles ich habe keinen Strom. An die Akuthilfe will der Seelsorger anknüpfen, wenn das Gröbste weg ist, der Schaden so richtig sichtbar wird und manche womöglich in ein seelisches Tief fallen. Ich habe schon mal gestreut, es wäre doch sinnvoll, hinterher sich auch mal zusammenzusetzen und wer auch immer will, drüber zu reden. Und das ist dann etwas, was dann sicherlich auch längerfristig andauert. Und es geht so in Richtung einer moderierten Selbsthilfegruppe. Und jetzt? Das weiß ich nicht. Die ersehnte Pumpe, früher als gedacht. Da freut sich die Frau Meyer, dass sie nicht noch 3 Stunden warten muss. Kommt sie ein Wunder, Volkmann? Weiß ich ja nicht. Ich bin zwar Pfarrer, aber... Die dauern normalerweise immer länger, die Wunder. Ich bin zwar Pfarrer, aber dafür bin ich jetzt absolut nicht zuständig, Frau Meyer. Aber ich freue mich für Sie, dass es jetzt so wunderbar in kurzer Zeit war. Freue ich mich auch. Immer. Geschafft. Aber für Klaus Kuhn ist der Tag noch nicht vorbei. 15.33 Uhr, Nina Warn-App, Anstieg des Grundwasserspiegels im Stadtgebiet Ingolstadt. Das heißt
Und laut Karte könnte es auch mein Haus persönlich treffen und ganz viele in meinem Gemeindegebiet. Und Ihre zweite Kirche? Und meine zweite Kirche und meinen Kindergarten und mein Gemeindehaus. Auf geht's!